Einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 4. Der Übergang von Tag 3 auf Tag 4 war ein bisschen regnerisch. Aber ich habe es ja gestern schon gesagt, ich finde das ja ganz cool. Ja, hier sind wir. Aber hat mich ein bisschen die Sonne aus dem Zelt gekitzelt. So, um an den Hund ranzukommen, vielleicht machen wir erstmal hier das hier auf. Und den können wir auch schon mal hier. Nein, ich kriege da jetzt nicht raus. Aber, hallo Hundi. Wie hat er denn geschlafen? Warte kurz, wir müssen da kurz ranfahren. Jo, morgen. Dann kommen wir so raus. Auf jeden Fall sieht der Hund trocken aus. Bist du trocken? Ja, du bist komplett trocken. Ja, das ist doch super. Nee, ins Zelt nicht. Das ist mein Zelt. Das machen Hunde nur kaputt mit ihren Krallen. Du hast ja das Zelt hier. Dein Zelt ist außerdem viel cooler als der Räder. Ja. 7 Uhr morgens ist es. Ich bin ehrlich gesagt auch schon seit 6 wach. Schwimmt da gerade jemand? Ich dachte jetzt, also das wäre jetzt schon verrückt. Ja, der einzige kleine Nachteil war, dass wirklich ab ungefähr 5:45 wurde dieser abgelegene Pfad hier, die Straße, zu einer Autobahn. Das hat mich ganz bisschen gestört. Ansonsten super cool. Auch letztendlich da vorne direkt ist ein Lidl und Kick und weiß nicht, Aldi und sonst irgendwas. Da könnte ich mir theoretisch Frühstück holen, wenn ich das nicht gestern schon gemacht hätte. Ja, Solarpanel steht schön im Schatten. So bringt das auch richtig was. Aber, na gut, die Energie nehmen wir gleich mit. Meine Batterien vom E-Bike lade ich tatsächlich gerade bei meinem Nachbarn. Das heißt, die energieautarke Mission ist erstmal ja, verschoben. Wird natürlich bei dem Wetter einfach schwer. Ne? Da kriege ich die Sonnenleiste nicht rein. Ja, dann mal abbauen, frühstücken und weiter geht's. So, wir sind jetzt wieder auf unserer Tour. Da vorne ist gleich das Wattenmeer. Wir fahren jetzt mal Radfahren. Naja, ist ja keiner da, ne? Wenn das stört. Und ich filme es ja auch nicht. Also es kann auch keiner beweisen, dass ich diese Regel verstoßen habe. Flug, Hafen. Flug, Hafen. Meer, Inseln, Schafe. Viel Schafscheiße. Sehr viel Schafscheiße. Nächste Möglichkeit geradeaus. Da kriege ich Frühstück. Links auf Schweringsgrubben. Da ist ein Campingplatz. Da gibt es jetzt erstmal Frühstück. Und der größte Kaffee der Welt. Der einfach wirklich größte Kaffee der Welt. Und auch der beste Löffel der Welt. Und der Hund ist ein bisschen müde. Der Arme. So, bestes Radtourwetter hier. Ah, gut, dass wir nicht in die Richtung müssen, aus der Wind kommt. Ach, müssen wir ja doch. 60 Metern an der Kreuzung rechts abbiegen auf Schiffsberg. Wir machen das ja auch nicht so Spaß hier. Also ich fahre gerade bergab mit
107 km/h, obwohl ich hier runterfahre. Es ist geil. Es ist wirklich geil. 13 km/h wieder in der Ebene. Also da oben auf dem Deich gerade war es ganz schön windig, muss man sagen. Ich meine, hier ist es auch windig, aber da oben war es gerade spitzenwindig. Ah, schön hier. Also ich habe einen Trick rausgefunden. Wenn ich mich hier so runterrollen lasse, kann ich ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Dann lasse ich mich einfach vom Weg, den vom Winter wieder hochschieben. Das ist ja wirklich sehr zuverlässig gemacht. Und dann wieder hier runter. Das ist der komplette Wahnsinn hier. Und das sind nur noch 400 Kilometer an der Küste entlang. Ich glaube nicht, dass man mich versteht, aber es ist windig. So, hinter dem Windschutzwall ist es ein bisschen besser zu fahren, auch wenn Komoot das jetzt kacke findet, aber ich finde das besser. Und außerdem hier Energiesparmodus und den Hund mal ein bisschen platt machen, ne? Ja, also direkt an der Küste fahren, die Aussicht ist herrlich, aber der Rest nicht so. Das muss man schon dazu sagen irgendwie. Ja, gucke ich mir halt den Deich ein bisschen an und die Felder hier. Die ist bald reif, ne? Das braucht man einen Moment. Fahne hier. Und hier bleiben. Als hätten wir nie was anderes gemacht, ne? Und lauf! Ja, klappt richtig gut mit ihm. Auch im Auto übrigens, also im Anhänger. Er ist mittlerweile richtig gechillt, wenn der Wind anfängt oder der Regen. Er schläft ja auch da drinnen. Er hat da das mittlerweile als sein Zuhause akzeptiert und findet es ganz cool. Mal gucken, wie viel so ein Hund laufen kann. Probieren wir jetzt mal aus. Aber es spart auf jeden Fall Akku. Ja, da hat leider jemand einen Zaun hingebaut. Also schieben wir das Bike einfach da hoch. Das ist ja ganz einfach. So, überhaupt. Kein Problem. Ich schaff das nämlich. Das ist ganz einfach. Ach, Scheiße. Wer baut denn so eine Kacke? Kacke. Muss auf die andere Seite. So, vielleicht schaffen wir es jetzt. Nur noch ein kleines Stück den Berg hoch. Ich weiß nicht, warum muss man denn diesen Zaun zumachen? Warum? Ich meine, wem hilft das? Scheiße. Umkehren. Umkehren, du! Ich hau dich gleich. Das sind so die kleinen Probleme des Alltags, aber die bewältigen wir schon. Fuck. Scheiße. Dumme Idee. Ganz dumme Idee. Vielleicht könnte ich, wenn ich schlau wäre, hätte ich einen Anhänger abgemacht. Aber ich bin ja erst jetzt schlau geworden. Und jetzt ist mir zu spät. Das schaffen wir jetzt auch. Los, Fahrradschieb. Geil, endlich wieder Wind. Verdammt, Scheiße. Problem da auf der Seite von dem Windschutzdeich. Oh Gott, ist das schön hier.
Oh Gott, hier werde ich mich jetzt mal hinsetzen. Gott, war das anstrengend. Oh. Also hinter dieser Mauer ist komplett die gegenteilige Realität. Und hier ist leider so, dass hier überall diese Zäune sind, die einfach zu sind. Dann ist da vorne ein Wassergraben, da komme ich nicht hin. Also ich müsste jetzt irgendwie da auf die Straße kommen. Oh, ich hoffe, dass ich das da hinten irgendwo kann. Da ist auf jeden Fall ein Riesenrad. Das hilft mir zwar nicht weiter, aber da ist ein Riesenrad. Alter Schwede, war das anstrengend. Oh, Barney. Irgendwas hat mich voll gesabbert. Wahrscheinlich war es der Hund. Ey, das waren gerade 5 Kilometer und ich bin komplett tot. Das ist so anstrengend. Es ist wirklich so anstrengend. Naja, hat er sich selbst ausgesucht. Kannst du ein bisschen aufs Meer gucken, sagen sie. Selbst der Hund hat richtig Bock. Ja, komm her, wir haben richtig Bock. Ne? Hast du Bock? Hast du Bock? Hey, komm, los! Wir müssen weiter! Ja, hier kann man in den Bäumen mal schön die allgemein vorherrschende Windrichtung sehen. Ja, den Wind habe ich auf jeden Fall auch gerade gespürt, aber im Moment kommt er schön seitlich, also auf jeden Fall die richtige Entscheidung, die Küste zu verlassen. Auch der Weg ist jetzt nicht so super spektakulär, obwohl gerade, guck mal, hier ist ein, was ist das, ein Kloster oder sowas, Burgschloss irgendwas. Ein Burgderum. Oh, hier gibt es ein Gästezimmer, ne, brauche ich nicht. Hab ein Zelt. Ja, jetzt sind es noch knappe 6 Kilometer bis Norden. Ich habe jetzt erstmal ein Ziel mitten in der Stadt. Es ist 16:30 gleich. Ja, mal gucken. Ich werde vielleicht heute auf den Campingplatz gehen. Ich gucke aber erst, wenn ich in Norden bin, wo ich schlafe, was ich mache. Aber ich hätte schon Bock, ehrlich gesagt, auf eine warme Dusche. Obwohl ich nicht geschwitzt habe, aber nach dem Tag irgendwie. Trotzdem. So, der Weg, der Ort, an dem ich euch eben die Burg gezeigt habe, hieß übrigens Hage. Das weiß ich, weil ich jetzt in diesem Ort wohnen werde. Und zwar bin ich hier auf dieser wunderbaren Wiese. Es ist ja wirklich süß, dass ich meine ganze Tour minutiös durchgeplant habe und jeden Kilometer und dann mich an meinen Navi halte und mein Navi mich im Kreis schickt und es ist wirklich süß. Pläne sind dafür da, um sie zu verwerfen. Und genau das werde ich jetzt tun. Ich werde den groben Reiseplan beibehalten, also die Stationen bleiben gleich, aber die Route werde ich jetzt frei Schnauze machen. Und ich habe auch keine Lust, jeden Tag 30 Euro auf dem Campingplatz zu bezahlen. Also hier sind wir jetzt beim Restaurant, ich glaube Redona heißt das hier. Ich gucke gleich mal, wir machen jetzt kurz ein bisschen Werbung. Die bieten hier, ich habe den Platz über Park for Night gefunden. Und die bieten hier Stellplätze für Bands letztendlich an. Da steht hier irgendwo der Name von dem guten Restaurant. Ja, wir gucken dann mal. Ich meine, es war Redona. Korrigiere das sonst. Oder unser lieber Cutter korrigiert mich jetzt hier im Untertitel. Ja, und das Allercoolste, weswegen ich das Video jetzt gemacht habe, eigentlich wollte ich erstmal in Ruhe aufbauen. Das Allercoolste, das gab es nämlich gerade, während ich hier gerade noch am Aufbauen bin, gab es hier dieses kleine gerstenhaltige Erfrischungsgetränk. Das wurde mir jetzt hier gerade so gereicht. Ich will es euch mal durch die Blume sagen. Das schmeckt wohl, ne? Nach so einem Tag. Ja, der Tag, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, gegen den Wind an der Küste hinter dem Deich zu fahren, das war hardcore. Und deswegen, ich werde meine Tour jetzt, wie gesagt, grob so lassen, aber ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl hören und jetzt nicht einfach nur, weil ich es kann, die ganze Zeit an der Küste lang fahren. Ich habe jetzt auch alle Schafe gesehen, ehrlich. Mal gucken, es gibt noch mal Küste, aber Landesinnere hat halt auch. Es war in Portugal und in Spanien auch das Gleiche. Du kannst natürlich einfach die Küste abfahren, wie es jeder macht, aber das Landesinnere ist auch immer schön. Ja, in dem Sinne, ich baue jetzt auf. Und dann gibt es hier im Restaurant gleich wundervollstes Essen. Ich habe mich wieder an Strom angeschlossen, weil das mit der Sonne
das reicht halt nicht für mein Solarkonzept. Und ja, dann schauen wir mal, was morgen passiert. Es könnte sein, ich glaube, morgen geht es Richtung Emden weiter. Der ursprüngliche Plan ist so, aber den werde ich halt heute nochmal umplanen. Mal gucken. So, in dem Sinne, vielleicht gibt es gleich nochmal Foodporn. Mal sehen. Ansonsten bis morgen.